Eine alte, aber sehr freundliche Fee, also eigentlich ein Typ in einem Feenkostüm namens Quantum, hat ein wenig gezaubert und hat uns leckere, schöne Dinge besorgt übers Wochenende, während ich da draußen die Welt retten musste vor Geistern und Dämonen. Ihr kennt mich ja in meinem Einsatz, na, auch im echten Leben. Aber Quantum, Was? du hast alles besorgt. Ja, natürlich. Wer arbeitet hier am fleißigsten? Die kleine Und Fee was sind deine Quantum. Dämonen? Was? The Dämonen? Whirlpool? Da war hier so im Schmutzfang waren so ein paar Haare von den Models. Weißt du, wie eklig das war und wie aufwendig? Es ist Also das Wahnsinn. muss ja auch einer entfernen und Juan war Ja, nicht es tut da. mir so leid. Juan Antonio hatte keine Zeit. Da habe ich gesagt, ja gut, Models, mach den Champagner auf Eis, ich lang da rein und fisch die Haare raus. Hätte Ja, ich beinahe hoffe. Okay. einer meiner Diamantringe verloren da, also meine Es Protzer-Zuhälterringe, ist. Do, die ich am okay, ist die Wochenende Story tragen jetzt bald muss. zu Es ist Ende? Tarnung, es ist Tarnung. Ich muss das am Wochenende tragen, okay? Die zwingen mich. Bereit? Bereit, Ist es überhaupt do eine it! gute Idee? Alle sagen, hey, Ich hab weit weg von der keine Ahnung! Basis. Ja gut. Viel Spaß. Oh, da ist er! Ziehen besser von der Basis weg. Der Was sieht macht jetzt er jetzt? aber. Achso, der muss sich erst. Ah, Der der wird erst verwandelt fit. sich jetzt. Oh, der sieht aber schon cool aus. Ah! Was? Okay. Holy shit! Quantum, er geht auf die Basis. Warum geht er auf die Basis? Ich weiß es nicht. Die Katze ist tot! Zieh doch rüber, schieß doch drauf! Ich hab dich noch gefragt, hey, weit weg und du so. Jetzt nur keine Panik. Weiter weg, immer weiter weg. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Oh mein Mein Gott, der hat Gott. mich in ein Loch gesprengt. Ich muss ihn immer beschießen, weil der regeneriert Leben oder so ein Shit. Ja, aber ich zieh ihn erstmal weg. Komm gar nicht hinterher. Ich bin fast tot, glaube ich. Keine Ahnung, meine Herzen sind so schwarz wie deine Seele. Der macht einen Lärm. Ja, sehr laut. Wenigstens höre ich deine Angstschreie nicht. Oh Gott, ich will mich nur verstecken. Das war eine sehr doofe Idee, den bei der Basis zu spawnen. Jetzt mache hier keine Panik. Es geht um die Welt. Boah, er hat mich zerbombt! Was? Oh nein! Er hat mich zerbombt! Alles ist tot, Quantum. Die Komm Kühe. zurück! Ich bin auch schon dabei! Ich hab Oh mein Gott, ich hab mein das komplettes tut richtig Inventory. weh! Quantum, ich hab mein komplettes Inventory. Weil du irgendwie immer den Baby-Mode anmachst. Was? Ich hab mein komplettes Inventory. Weil du den Baby-Mode aktivierst. Es gibt kein Baby-Mode, Mann! Doch, weil du immer die Kindersicherung reinmachst. Oh Gott, der Was? hat alles zerbombt. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Also mit dem kannst du Terraforming machen. Er ist fast tot. Gib mir mein Aus. Schwert drauf! Gib ihm! Wie viel Leben hast du denn noch? Ich finde, oh Gott, jetzt geht's rapide bergab, Mann! Heil dich, heil dich! Er hat nichts mehr! Er ist tot! Er ist tot! Oh mein Gott, was war denn das jetzt hier für ein. Ich hab einen Netherstern. Boah, ist auf einmal so leise, so still, so friedlich. Ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Du hast dein Inventar behalten? Ja, weil du die Kindersicherung wieder anhast. Ich hab nichts da umgestellt. Was? Wie denn? Ich weiß es nicht. Wenn man Du mit dir hattest wahrscheinlich spielt. Lulu in den Nein, ich Augen. habe noch nie irgendwas, irgendwo, irgendwie gemacht. Ja, ich auch nicht. Und dann auf einmal steht bei mir: Sie haben Ihr Inventar. Die Kindersicherung wurde von ein Quantum Pro Das aktiviert. ist so eine Lüge! Das stand da. Safety first mit Quantum Industry. Bitte überweisen Sie jetzt Ihren Monatsbeitrag. Wie, was machst du mit dem Geld, Quantum, ha? Ja, ich zieh um. Davon träumst du doch nur. Ja. Träume werden wahr. Okay, er hat die Katze getötet und den Teppich. Ja, gut, das. Das geht eigentlich noch. Hätte schlimmer sein können. Und hier oben hat er ein Loch, glaube ich, reingemacht, oder? Ja.
Das müssen wir schnell schließen, nicht, dass wo da irgendeiner... Ja, hier, siehst du es denn nicht? Direkt hier. Achso, das Glas, ja, okay. Und die Katzen sagen... Was, Moment? Okay, ich habe mit der Katze gesprochen, sie meinte, Jerry wäre tot. Und sie können dich jetzt noch weniger leiden. Also, keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, du, hätte sich die Katze mal gewehrt. Das war ein riesiges, schwebendes Ding. Das sehr laut war und du weißt, wie die Katzen reagieren, wenn es richtig laut ist. Sind nervös. Ich habe keine Katze. Was kommt denn da oben für ein Glas rein? Schwarz? Schwarzes Glas. Ja, haben wir. Hier drüben. Komme ich da noch hin? Nee. Mein Tja. Jetzt sieht es ja aus wie nach... So sind die Dinosaurier ausgestorben, oder was? Höchstwahrscheinlich. Da komme ich ja gar nicht mehr ran. An die Ecke, oder? Doch, knapp. Noch knapper. Aber das untere fehlt noch, ne? So. Ja gut, so. Nachdem du hier ja meinen Teppich zugebaut hast, ist eh wurscht, aber halt. Ja, fürs Auge, ne? Ich weiß jetzt, wie dieser super coole Wasserwirbellift geht. Ja, wie? Also. Warte mal, ich leg mal ganz kurz hier jetzt ein bisschen... Moment, wo haben wir unsere Munition? Irgendwo unten. Dass wir ja gar nicht erst Unordnung wieder Munition? Reinbringen. Ja, ja, du, es ist sowieso alles unordentlich. Ja, aber nicht wegen mir, ich bin ja gar nicht da. Ja. Deswegen, also... Was? Ja, wer ist denn sonst hier? Ja, keine Ahnung. Irgendwelche... Hallo, Dries, wie der? Wer ist das? Warum holst du... Der Händler, den du hier... Nee, ich nicht. Ich hab meine... Freunde vom Sven? Der hat nichts. Ich kenn Svens Freunde. Ja, ich kenn die. Ich kenn die Leute. Gute Leute sind das. Bring Geschenke, räumen auf. Ach, apropos Geschenk, guck mal in die Waffenkiste kurz rein. Das ist jetzt ein Netherstern. Oh, was macht der? Keine Ahnung. Leuchten, strahlen, funkeln. Du bist mein Stern. Mein kleiner Netherstern. Also, du brauchst meinen Seelensand. Das ist eigentlich ziemlich easy. Mhm, ich bin gespannt. Du brauchst doch sehr viel Wasser. Und zu zweit war der jetzt gar nicht schlimm, weil der einen halt hinter einem her andere, ist und ja. dann drauf schießen. So, und dann sucht man sich jetzt halt die Stelle, wo man seinen Aufzug haben will. Man braucht auch Magma braucht man auch. Magma zieht dich runter und der andere Kram zieht dich halt hoch. Bin ganz aufgeregt, was jetzt passiert. Ich glaube, jetzt brauche ich einmal viel zu viel Stuff. Ich meine, da machst du hier einfach so jetzt Glas, wird Schwein, wird anfangen. Was? Das war ein Knacks im Mikrofon. Das war kein Knacks, das klang wie so ein Eber. Und dann baust du hier so links herum. Muss okay, einfach gucken, okay, dass das Wasser immer von oben runter fließt. Das muss mit Glas sein, oder was? Nö, das ist eigentlich egal. Kannst alles nehmen, was du willst, aber Glas siehst du halt, wo es lang geht. Ah, brauchst halt viel Wasser. Und wie hoch der halt sein wird. Da musst du dann unten ein Loch reinschlagen und Schilder, also nicht das Schild, wo du in die Hand nimmst oder der Schild, sondern diese Beschriftungsschilder. Da machst du dann zwei weg, wie für so eine Tür, und machst an eine Seite, links oder rechts, halt jeweils oben unten so ein Schild und dann läuft das Wasser nicht mehr raus. Keine Ahnung warum. Also das ist wie hier hinten bei der Lava, das sind ja auch Schilder hier bei dem Gerät. Ja, die dann. Seite angebaut und die Lava. Dann die ich kann jetzt. Warte mal, habe ich noch Wasser? Ja. Jetzt haben wir halt die Höhe. Ups, oben muss zu sein. Und jetzt ertrinken wir alle hier draußen. Nice. Und dann gehst du hier so, wenn du unten drin wärst, wusch, bin ich oben. Und das wird dann halt schneller, wenn du halt in jedes Feld musst es irgendwie machen. Dann haut er dich so raus. Du musst es einfach nur verbinden, irgendwie der Strom. Du musst von unten nach oben das verbinden und dann läuft es da und dann gehst du rein. Dann machst du direkt nebendran einfach noch eins, bloß mit Magma, und dann zieht dich das Ding nach unten. Dann bist du wupp, halt so wieder unten. Und so macht man das. So macht man seinen Lift. Jetzt halt hier der Eingang. Müsste man zwei entfernen. Ja, ich habe keine Schilder dabei. Aber ja, jetzt brauchen wir halt noch eine Idee für ein Gebäude.
Wie meinst du ein Gebäude? Ja, oben ist der Harry Potter Turm, dachte ich dann, oder? Ja, ja. Oder wie? Dann, ja, aber wir müssen noch irgendwie uns überlegen, wie es halt am Ende aussehen soll, der Harry Potter Turm. Aber ich habe ja gesehen, du hast ja deinem Gott in keiner Weltreligion bekannt. Was? Hast du ja hier drüben, ja, deinem Gott, hast du doch hier drüben was gewidmet. Hast gesagt, das wäre das, der Eingang. Das Portal. Und wo geht's da hin? In die Hölle. Die Hölle, ja, aber das ist nicht fertig, das ist nur angefangen. Das ist noch nicht fertig. Nee, nee, das ist nicht fertig. Und das ist so. Irgendwas mit dem. Wo ist das nicht, aber. Ich dachte mir auf diese kleinen Ding hier, Terraforming betrieben, so kleine Inselmäßig und dann. Gehst du hier rein? Dann huldigst du halt. Den ja, alten Götter. Meine Purpose markieren und so. Boah, ja. Ist ja nett hier drin. Oh! Direkt wird man angegriffen von irgendwelchen Biestern. Und ein komisches, ekelhaftes Kind ist auch in der Nähe, ein Katzenbaby. Wir müssen nur noch das andere Portal zerstören, ne? Das ist noch das letzte. Warum sind jetzt so viele Skeletttypen hier? Keine Ahnung, ich bin da einfach nur rein. Ich hab nix Ahnung. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin raus wieder, ich wollte ja nur mal reingucken. Du schau, wie viele von diesen Skeletttypen hier sind. Ja, aber keine Ahnung, woher die kommen. Sind die jetzt sauer, weil wir den... Weil wir den Obermacker gekillt haben. Ja, jetzt haben die einen Hals. Egal, wo Quantum hingeht, er findet nur Feinde. Ja, also wir bräuchten wir noch Magma. Das müssen wir halt dann da unten rausfischen aus dem Nether. Da gibt's ja genug. Okay. Ja, aber was hast du denn noch überlegt mit dem Altar? Was kommt denn da noch alles? Wird das höher? Wird das dämonischer? Ja, also was, nee, nicht höher. Das ist aber noch ein bisschen verziert halt das Ganze. Mehr so einen Bogen da rundherum. Und dann muss ja irgendwie noch eine Verbindung entstehen, ne? Verbindung zu was? Ja, zum Land oder nicht? Oder willst du da hinschwimmen? Ja, das ist isoliert. Selbstverständlich. Also das ist so gefährlich, dass es isoliert werden muss. Exakt! Wenn die Dämonen rauskommen und dann sehen, oh, da ist Wasser, oh, was ist das? Und dann. Weil in der Hölle kein Wasser ist. Achso, die kennen sich damit nicht aus. Dämonen können alle nicht schwimmen. Das ist der große Trick, wenn irgendwann exakt. Mal. Exakt. Tja, dann hoffen wir mal, dass die das nicht gehört haben, weil ich denke schon, dass einige in der Hölle deine Let's Plays gucken. Was soll das heißen? Ich sag ja nur. Ja. Ich sag ja nur. Nee, versteh ich jetzt nicht. Ja, die haben da. Guck mal. Du kannst jetzt auf zwei Arten verstehen. Mhm. Nummer eins, ja, deine verdorbenen Videos werden in der Hölle ausgestrahlt als Unterhaltung. Oder Nummer zwei, die foltern damit Hölleninsassen in der Endlosschleife mit Quantum-Videos. Mit du alten Skalen-Folgen. Meine Videos sind schlimmer als. Bauer sucht Frau und sowas? Ja, es ist immer so eine objektive Sache. Vielleicht ist einmal der größte Quantum-Hater gestorben. Verstehst du? Der größte Quantum-Hater ist gestorben. Und ja. Schlafe. Kriegt 24-7 jetzt deinen Kram. Das ist eine absolute Frechheit. Das könnte aber schon möglich sein. Warum schläfst du eigentlich jetzt immer da hinten am Eck? Ne? Weil das 3 Meter zu weit zum Laufen sind für mich. Zum Bett da vorne. Tja. So kennt man ihn. Okay, ja gut, dann haben wir das erledigt. Halleluja. Das war der Wither. Und jetzt, welcher Boss kommt als nächstes? Ich weiß nicht, es gibt ja nur noch den... Den Drachen. Den Drachen, oder? Echt? Es gibt nur zwei? Gibt's da nicht noch irgendwie so ein... Ich weiß es nicht. So ein Zwischending? Nö. Halb Drache, halb Zombie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Essen und jede Menge Wasser. So viele Pfeile hergestellt für. 10-mal schießen. Ja, jetzt bauen wir halt den Harry Potter Superturm. Die Blasen müssen halt nur bis nach oben blubbern und dann. We did it. Hast du Schild? So ein Schild? So zwei Holzschilder. Achso, nee, noch nicht. Weil dann könnten wir Schild. Hier... Kann ich tippen. Schild! Mhm.
Hast du jetzt gerade Google gefragt? So, okay, Google, Schild. Nein. Warte, was brauche ich? Beckenhals. Was ist das Problem? Und Lava. Naja, Magma. Magma, nicht Lava. Magma. Ja, aber Magma haben wir jetzt nichts, oder was? Müssen wir halt unten holen. Magma-Block, oder was? Ja, Magma-Block. Haben wir das? 10 Stück. Na, dann müssen wir da raus. Jetzt hier der Magma-Block. Machen wir hier mal weg. Geh weg, Golem! So, hier. Die Lieferung ist da. Ja, so viele brauche ich eigentlich gar nicht. Naja, egal. Sei nicht noch oder undankbar. Bin ich nie. Und weh? Tut der eigentlich weh? Ja, der tut Vibes weh. Heute. Der tut weh. Deswegen springen die an unsere Decke. So, hier nochmal rein. Mhm. Und das ist halt der Rückweg. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen natürlich besser bauen. Das war ja nur mal so ein... Mal sehen, was passiert. Das soll dann irgendwie nach unten ziehen. Die drunter. Okay. Und tut weh. Und tut weh, aber es hat mich jetzt nicht... Ja gut, aber wie kommst du jetzt, wenn das dich runterzieht? Wohin zieht dich das denn runter? Ja, von oben. Wir machen dann unten eine Tür, oben eine Tür. Wir müssen nur noch halt dann Wasser. Also wie ich es verstanden habe, muss an jedes Feld des Neues immer Wasser. So. Dann hier nochmal ein Wasser. Wenn ich jetzt hin will, zieht er mich auch sofort runter. Jetzt bin ich unten und komme auch nicht mehr hoch. Ja, ich sag das wieder kaputt, es war nur ein Test. Oh, ich kann es nicht kaputt schlagen. Das bringt mich langsam um. Ein bisschen. So, jetzt versuche ich es mal mit den... Schild. Mach hier nochmal kurz zu. Mach erst das obere. Also er hat das irgendwie so gemacht, er hat dann hier eins kaputt gemacht. Dann irgendwie da ein Schild. Guck, es läuft auch nichts mehr raus. Hier eins kaputt gemacht. Und da. Und jetzt ist es geschützt. Jetzt können wir, das ist der Ausgang. Weil da gehst du ja nicht rein und das andere wird dann der Eingang. Dann machen wir es oben nochmal, dann wusch, wusch, wusch. Weißt du? Sind wir ja, ich verstehe, wusch, wusch, wusch. Wusch, wusch, wusch. Kann man Schild nochmal umbenennen? Die heißt jetzt WWB. Ja, jeder weiß, was gemeint ist. Whee! Na, hier fehlt eins. Wir brauchen nämlich 4 insgesamt. So, Eingang. Ja, das wird dann unser Superlift. Ja, das werden wir hochbauen und dann oben. Ja, ist die gute Frage, ne? Ja, erstmal brauchen wir noch hier ein weiteres. Hast du noch eins dabei? Nee, ne? Nee, habe ich jetzt keins. Warte. Augenblick. Und ich brauche noch jede Menge Wasser. Water, I need so much water. Au. Bist du aus? Das hat doch nicht weh. So, der Wasserstand wird immer weniger. Bald ist hier Ebbe, oder was? Bald ist hier Ebbe, da müssen wir den per Hand wieder füllen. So. Yes. Der macht immer 3. Also. Ach so, okay, der macht immer 3. Okay. Eingang. Jetzt kann man hier rein und dann ist passiert nicht, gar nichts. Nee, nee, okay. Geht noch nicht, weil ich habe nicht auf jedes Ding Wasser. Muss ich noch machen. Man kommt schon hoch. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Geh mal unten rein. Drücken, ne? Nee, nee, gar nichts. Drück nichts. Geh mal rein, jetzt wirst du es merken. Da hat noch ein Wasser gefehlt. Oh, okay, okay, ja. Hä, aber warum? Was war jetzt anders als vorhin, wo es nicht... Du musst immer das gar Wasser nichts. Einzeln auf machen? Auf jedes Ding musst du ein Wasser haben. Achso, das okay. Ist vielleicht schon der Fehler. Wenn du eins ohne Wasser hast, kannst du auch mal ins andere rein, dann siehst du, das zieht dich runter. Das ist interessant, okay. Und dann haben wir halt, das können wir halt richtig krass hochbauen.
so richtig unverschämt hoch, dass ja, man jetzt übertreibt, ja, dass man damit 10 Minuten hochfährst. Da ja, das ja, damit ich bespucke jemanden damit. Ich will jetzt nicht sagen wen, aber ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja, weil das dann wieder irgendwie gleich bösartig interpretiert wird. Weißt du, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Wir leben in Zeiten, wo eine Roseanne ihre Sendung verliert, weil sie was Falsches gesagt hat. Oh, das wollte ich gar nicht wegwerfen. Ich wollte eigentlich noch höher bauen. Egal, ich habe ja noch Glas hier drüben. Und dann ist oben nur der Zauberding mit auch gleich alles aus Glas und mit schöner Aussicht. Echt alles aus Glas? Denkst du, es ist nicht zu viel Glas? Na gut, eigentlich bringt es ja nichts, wenn das über die Bücherregale rundherum sind. Und dann irgendwann kommt ein Windstoß und wir sind alle tot. Weil das Glas zerspringt und explodiert. Ja, ob wenn es unten zerspringt? So, so. Warum ist oben? Okay, ja. Wie oben? Was? Nee, passt schon. Nee, passt schon. What is going on? Das heißt, wir brauchen ganz viel Glas, wenn wir hier hochbauen. Wie viel haben wir denn? Viel? 64 sind da noch drinnen. Wir wollen, also es kommt drauf an, wie hoch du halt haben willst. Wenn du sagst, hey, ich will so richtig, richtig krass hoch, dann brauchen wir halt schon eine Menge und wir brauchen halt viel Wasser. So, jetzt ist es höher. Guck mal, wie es jetzt abgeht. Stehst du irgendwo? Geh hier an. Kann sein, dass das obere auch noch nicht ist. Ja, da muss man halt mal gucken, dass dann wirklich überall Wasser ist. Hast du Wasser überhaupt dabei? Ich hab eins dabei, ja. Ja, am besten dann für jeden, für jede Größe ja. Puh. Halt dann Wasser. Für jede Höhe. Ich kann ja, okay, irgendwie nicht so reden. Viel Wasser habe ich auch nicht. Warte, wohin führt's mich? Moment, normal. Das steht an. Okay, das mittlere hat kein Ding. Da muss dann auf jeden Fall noch was hin. Funktioniert's? Ja, da ist eins, wo kein Wasser hat, weil ich beim Test nicht alles perfekto gemacht habe. Na? Ach, da ist was drin. Ja, nach unten geht hervorragend. Ja, das wird unser Superlift. Den bauen wir so hoch, dass wir halt über die ganze Welt von Minecraft, damit das, die Erdkrümmung können wir sehen. Oh, so hoch. Flach. Die Minecraft-Welt ist flach? Ja. Nein, die hat auch eine Rundung. Irgendwann kommt eine Rundung. Irgendwann kommt eine Rundung. Ja toll, das bedeutet ganz viel Sand, mein Freund. Wieso Sand? Ach so, ja Glas. Klar. Na ja, stimmt, wir brauchen und jede Farbstoff. Menge Sand. Woo! Aber das ist es wert. Internet! Kann er gar nicht mehr aufhören hier. Yay. Nochmal. Und nach unten. Ich werde da auf jeden Fall, keine Ahnung, Zaun machen, wo sich die Kinder anstellen können. 3 Euro. Oh, das ist so billig. 4 Euro. Ja, komm. Was würdest du denn verlangen? Was? Was für den Aufwand hier? War am Wochenende auf dem Volksfest. Da hat die Geister... Nee, Moment, das Lächerlichste war... Da war so ein Spiegellabyrinth, ja, so hieß es zumindest, also, Spiegellabyrinth. Ja, hier fehlt immer noch eins. Also. Da muss man es nochmal wegschlagen. Jedenfalls war da so ein Spiegellabyrinth, kennst du, ne? Mhm. Und ich so, boah, nee, kein Bock darauf, aber alle kommen, wir gehen da rein, ist bestimmt voll witzig. Ich dann so, na gut, gehen wir da rein. Und das war ein Gang mit 2 Abzweigungen, wo es dann irgendwie so um die Ecke geht, wirklich so 2 Spiegel um die Ecke, wo dann auch wieder eine Spiegelwand ist, das war's. Das ging eine Minute. Und am Ende war dann, keine Ahnung, noch so ein 1,50 Meter langes Stück Holz auf im Wasser, wo man so drüber balancieren musste. Das war's. Dafür hat man 4 Euro bezahlt. Für einmal durch ein Gang zu gehen, wo 20 Spiegel hängen und ein Stück Holz. Und die Schlange war voll. Die Leute geben dafür 4 Euro aus. Also, was denkst du, was die dafür ausgeben würden? Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Echt jetzt?
Ach, Quantum. Ich hab das Wasser abgeschöpft, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich komme hier nicht mehr raus. Quantum, ja, gut. Hilfe! Ja, nee, jetzt. Danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge ist ja Licht da. Ich bin eingesperrt. Vergesst ihn. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.